Züge, Schienenfahrzeuge, die dann vor allem in Städten aktiv sind, also keine großen Züge. Das fasziniert mich irgendwie nicht. Eigentlich, was mich ja daran ist, was mich daran fasziniert, also vermutlich könnt ihr das nicht so wirklich nachvollziehen, aber was mich daran fasziniert, ist im Prinzip das Motorgeräusch, wie man hört, wie es im Prinzip in Bewegung gesetzt wird. Dieses typische haben für mich nur Stadtbahnen sozusagen, haben für mich dieses, was mich so fasziniert an Motoren. Straßenbahnen und auch die modernen haben für mich irgendetwas, wo ich sage, es klingt genial. Oh, mein Beutel ist fast voll. Mein Beutel ist fast voll, klingt auch etwas falsch. Naja, egal. Auf jeden Fall kann ich gleich Dorfrückkehr machen. Und dann muss ich mich noch ein bisschen rasieren, zumindest um den Bart herum. Weil es hatte ich heute früh vergessen und ehrlich gesagt mag ich das dann nicht so unrasiert da irgendwie rumzuspringen. Ich meine, sonst mäßig. Ne, das ist jetzt zu intim. Sag mal, sonst. Ich kann sagen, ich mag es einfach nicht rasiert rumzuspringen. Unrasiert. Genau, und deswegen muss ich mich dann auch bartmäßig. Das andere ist rasiert. Der einzige, wo ich lasse, finde ich Beine und Arme. Finde ich, das habt ihr sicher schon gesehen. Aber oh Gott, nee, Entschuldigung, tut mir leid, dass ich jetzt auf sowas komme. Weil ich vom Bart rasieren. Also wenn diese Folge ausgestrahlt wird, muss ich mich einfach versuchen zurückzuhalten, wenn dann irgendjemand was dazu kommentiert. Alter, ich glaube, ich verzettel mich jetzt hier nur noch. Oh Gott. Naja, egal. Was soll's. So, wie sieht's denn aus? Hier ist noch ein bisschen frei. Super. Jetzt haben wir den Lava-Kaiser Hemos. Den hatte ich doch auch schon beim letzten Mal besiegt. Ja, das wäre gut, wenn ich jetzt irgendwie einen fahrenden Händler oder sowas hätte. Ah, es hat. Mist. Er wurde nicht eingefroren mit Frostgefängnis. Verdammt. Finde ich doof, aber naja, was soll's. Noch eine Essenz des Feuers. Was haben wir hier? Rasse Mensch. Ah ne, ich will mich nicht in Mensch. Ah, Lebensfunke. Gut. Gut, 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 gut. Haben wir hier noch ein bisschen Platz. Und, ach, hier war wieder, wo ich dann immer nicht richtig springen kann, ne? Ah, geschafft, juhu. Und sobald dann die Dorfrückkehr, Schwein gehabt. Alter, oh. Nochmal, Xterms Krieger hat ja eine Nachricht geschrieben. Cool, ist da gerade nicht Gilde. Ist da gerade jemand online? Offline, 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 offline. Mal sehen, was da mir geschrieben hat. Müsste ich dann gleich mal, wenn ich mich dann gleich zurück teleportiere. Zwischenhändler, auch gut.
fände ich interessant, was er mir geschrieben hat. So, auf jeden Fall werden wir jetzt gleich hier uns rausbegeben. Oder ich mich. Ihr ja nicht. Also ich habe keine Ahnung, warum. Es ist mir auch bei meinen anderen ausgeklungen, dass sie immer wir, uns und so weiter. Ja, man weiß eben als Kommentator, dass ihr zuguckt und vielleicht auch so ein bisschen mitfiebert sozusagen. Deswegen sagt man immer wir und uns. Uso weh. Also vermute ich mal, dass das dann der Grund dafür ist. So, jetzt mal hier ein bisschen alle pullen. Pullen, pullen. Klingt irgendwie wie Pulleflasche, naja. Pulle. Ich weiß nicht, ob, aber ich glaube, das ist ein Pulle, Buddel und so weiter. Glaube ich. Ein bekannter Begriff. Ja, Tasche ist voll, weiß ich. Tasche ist leider kein Platz mehr. Was könnte man denn mal irgendwie, aber... Ach, egal, warte jetzt. Ach, ist egal. 3 Minuten noch, die krieg ich noch rum und dann wird eh weit, also dann werde ich hier eh mich mit per Doofrückkehr raus teleportieren. Und dann lese ich nur die Nachrichten und dann werde ich mich auf den Weg machen. Und sage dann, also wird wahrscheinlich dann erst sehr spät sein, wenn ich wiederkomme. Oh, bitte, 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 bitte. Ach, schade, schon wieder kein Erfolg. Ach, meine, oh. Aber ich kann ja das Gold aus abgrasen. Was ist da von den, von den von den Monströsitäten abzufassen gibt, sagt man jetzt. Von den Mobs. Übrigens, ja, ich war mal etwas irritiert und fand das eigentlich so ein bisschen als Beleidigung. Und zwar, ich weiß nicht, ob es wirklich als Beleidigung aufzufassen ist, aber da hat mal jemand was in einer anderen Sprache zu mir geschrieben. Und an sich, also kein Englisch, an sich habe ich damit kein Problem. Freue ich mich sogar, wenn Ausländische meinen Kanal gucken. Aber das, wo ich gedacht habe, war eben das Wort Noob auch zu sehen und zu hören. Okay, Juti ist eben den seine Meinung. Aber was ich dann gedacht habe, ich habe mal geguckt, vielleicht kriege ich daraus irgendwie, was das für eine Sprache ist. Dann kann ich dann mit dem Google-Übersetzer gehen. Aber ich habe dann halt gesehen, dass derjenige immer nur, also bei den meisten Englisch kommentiert, außer bei mir, er hat dann irgendeine andere Sprache, keine Ahnung. Und dann habe ich mich doch gefragt, will er irgendwas verstecken oder so, warum kommentiert er auf einmal bei mir in irgendeiner anderen Sprache, wo er doch vermutlich genau weiß, dass ich das nicht verstehe. Dachte ich doch schon, vielleicht täusche ich mich da auch, aber dachte ich, es ist doch, also ich würde das, also ich würde, ich wüsste genau, dass ich damit so jemanden beleidige, also ich würde so eine Beleidigung machen, eventuell. Ich habe es auch total als Beleidigung, habe ich demjenigen auch geschrieben, dass ich das eben, habe das auch genauso begründet, dass ich das da, dass ich das eben als Beleidigung auffasse, genau aus dem Grund. Vielleicht schreibt er mir noch was zurück, aber vermute ich mal nicht. Also vielleicht war es auch wirklich keine Beleidigung, also
Gleich geht's in die Dorfrückkehr. Los, 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 los. Los. 1, 2, 3 und meins. 1, 2, 3 und meins. 3, 2, 1, meins. So rum. Na, Juti. Der braucht aber lange für die Dorfrückkehr. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. So, jetzt haben wir hier die Dorfrückkehr. Und jetzt werden wir erstmal gucken. Jetzt haben wir natürlich Zwischenhandel hat erfolgreich stattgefunden. Jetzt nehmen wir die hier erstmal. Ja, auch wenn es hier nur früher Bronze sind. Auch super. Und das hat er hier. Pet. Ah, vielen, vielen Dank. Kleiner Erfahrungssegen. Oh, und hier auch nochmal. Lebensfunke. Oh, klasse. Super. Oh, vielen, vielen Dank dafür. Da danke ich dir recht, recht herzlich. Die werde ich gleich benutzen, aber ich kann sie momentan noch nicht aufnehmen, weil du siehst, dass mein Inventory voll ist. Auf jeden Fall werde ich dann heute Abend auf jeden Fall noch weiterspielen, aber ich hatte euch ja gesagt, dass ich mich jetzt ein bisschen körperlich betätigen werde. Also, wir sehen uns gleich, beziehungsweise später. Je nachdem, muss ich mal gucken, wie lange das jetzt war von der Zeit her, wie ich das schneiden werde und so weiter. Auf jeden Fall, na gut, macht's gut, bis gleich und tschüttelö. Hallöchen, und da sind wir auch schon wieder in unserer lustigen, lustigen Runde. Weiter geht's ja, meine Schwimmpause ist zu Ende. Ja, und jetzt hole ich mir natürlich erstmal eine Goldmünze. Jawohl, Abschluss. Und die kann ich dann sicher auch ausfüllen, ne? Also das... Ach, Quatsch, ich muss sie erstmal annehmen. Ne, die habe ich noch. Und jetzt gehe ich dann erstmal... Ach, siehst du, ich habe wieder Post. Der Zwischenhandel war erfolgreich. Der Lederhelm, super. So, halt, jetzt geht's erstmal zum Mystiker. Ich habe ja mein ganzes Inventar, das ist ja voll. Ja, kämpft da mal schön ordentlich.